Fantastic. Ja, und damit, liebe Freunde, ganz herzlich willkommen zum 500.000 Abonnenten-Special. Ihr seht es schon in meiner, Base. Ich habe schon den 500.000 mal gebaut. 500.000 Walküren ist. Ich habe überlegt, welche Truppe nehmen wir denn heute mal für das Special zum Angreifen. Ich will natürlich gleich den Matthias angreifen, der auch mit dabei ist natürlich. Jawohl, so sieht's aus. Und deswegen habe ich mir überlegt, wir nehmen mal Walküren. Walküren only. Ja gut, nicht ganz only. Ich habe, glaube ich, einen Golem dabei. Einen Golem und einen Riesen habe ich dabei. Und während wir jetzt natürlich auch angreifen, habe ich ja schon die letzten zwei Tage mal gesagt, unter dem Hashtag FragMBF könnt ihr uns ein paar Fragen stellen. Das werde ich jetzt mal eben ganz kurz... So sieht's nämlich aus. Ich muss das aber mal ganz kurz eben... So. Warte, ich öffne das auch mal. Und dann werden wir mal gucken. Ich öffne das auch mal, finde ich gerade hier mal eben mein Handy. Du könntest mal eben schon mal herausfordern und dann kann ich dich schon mal anreifen. Ja. Aber noch was Organisatorisches dazu. Wir haben uns jetzt überlegt, wir wollen natürlich auch was zurückgeben an euch. Und deswegen haben wir uns überlegt, wir werden jetzt die nächsten Tage in unseren Folgen immer mal wieder Gutscheine einblenden für euch. Wenn ihr schnell genug seid, dann, wie gesagt, wenn der Gutschein einmal weg ist, ist er weg. Aber wir haben echt einige Gutscheine. Ich glaube, es sind primär Amazon-Gutscheine, weil es, wie gesagt, immer schwierig ist, Android und iOS und so weiter, da was zu finden. Deswegen haben wir dann uns überlegt, wir nehmen Amazon-Gutscheine und wir blenden die dann einfach ein. Und wenn ihr schnell genug seid, dann gehören sie euch. Und es sind wirklich einige Gutscheine. Also müsst ihr auf jeden Fall mal immer dabei bleiben und dann mal gucken. Und dann wollen wir sehen. Genau. Okay, ich greife jetzt mal den Matthias an und kannst du schon mal die erste... Kannst du starten, ich habe gerade rausgefordert, ja. Kannst ja schon mal die erste Frage vorlesen. Kann ich denn da nicht draufklicken? Ja, ich bin gerade dabei, ich wollte eigentlich gerade auf den Hashtag klicken, aber das funktioniert irgendwie nicht. Such einfach. In die Kommentare. Such doch einfach bei veröffentlichte Kommentare danach. Das könnte klappen, ja. Warte mal. Na toll, ich habe es jetzt schon sofort... Ich wollte eigentlich, dachte ich könnte einfach direkt auf den Hashtag klicken. Ich muss noch mal einmal neu machen, Vorher noch mal einmal. Ich hab mich verklickt. Ich hab mich verklickt. Fahr da noch mal einmal raus. Kann ich gerade nicht. Warte mal. Nach Hause. Ja, jetzt er hakt gerade. Ich kann ja schon mal eine Frage vorlesen. Jetzt. Paul Dresen schreibt, was glaubst du, welche Truppe aus Royal noch in Clash eingebaut werden? Also welche Truppen werden noch aus Clash Royale in Clash of Clans eingebaut? Und ob überhaupt welche aus Clash Royale eingebaut werden noch? Also was ich glaube ich lustig fände als Truppe wäre, glaube ich, der Funky. Wenn der Funky in Clash of Clans eingebaut würde. Ja, der ist aber heftig, ne? Ich meine, in Clash Royale freue ich mich immer, wenn jemand den Funky benutzt. Weil ich weiß, da habe ich gewonnen. Weil ich ihn ganz gut kontern kann. Aber, naja. Naja, muss aber Glück haben. Also klar, mit dem Sepp oder so, das funktioniert ganz gut, dass er dann neu aufladen muss. Aber wenn du Pech hast und das nicht hinkriegst, dann geht's auch in die Buchse schon mal. Das ist richtig. Ich weiß nicht genau, wer sich jetzt. Du kannst ja schon mal die nächste Frage vorlesen. Ich versuche jetzt hier schon mal anzugreifen. Ich hab allerdings keine. Ich hab keine Queen, das ist ein Problem, aber ansonsten. Könnt ihr mal wieder Dorfbesuche einführen? Ja, ne. Was ist denn noch Schönes? Naja, gut, Dorfbesuche können wir ja trotzdem machen. Ja, gut, klar. Aber das ist ja jetzt nichts, was man jetzt beantworten muss. Das ist ja nur eine Ja-Nein-Frage, wo man sagt, ja, können wir mal machen, können wir nicht machen. Ach, hier das Übliche. Wie viel Geld verdient ihr? Glaubt ihr dann, dass ihr noch 1 Million Abos schafft? Ich würde es euch richtig gönnen, weil ihr immer 3 Videos macht und nicht wie verschiedene Leute mit 3 Millionen Abos ein Video in der Woche. Ja gut, das ist ja... Glauben wir dran, dass wir noch 1 Million Abos schaffen? Ja, das ist halt, kann man halt nicht selbst einschätzen. Woher willst du das wissen? Ne? Kann sein ja, kann sein nein. Vor allem ist es ja auch unabhängig. Ich meine, es gibt ja auch Leute, die machen irgendwie, was weiß ich, Parkour-Videos oder bauen irgendwas. Dann ist es ja logisch, dass man nur ein Video pro Woche machen kann. Also das ist ja daran, sollte man das ja nicht unbedingt messen, ne? Ja, stimmt schon. Okay, willst du mal auf deinem PC Minecraft oder andere Spiele spielen und wenn nicht, warum? Ja, Minecraft wird bald sogar ein Projekt kommen, tatsächlich. Das wird, wir wollten am 18. aufnehmen und dann wird's kommen. Wenn das funktioniert, ja. Und ja. Wann und warum habt ihr mit YouTube angefangen? Fragt der Zofu. Wann das war? Also bei mir war es 2006. Schon allerdings mit diesem Kanal angefangen haben wir 2013 und ich wollte eigentlich am Anfang wollte ich nur so Handy-Vergleichsvideos machen. Während ich dich gerade übrigens rasiere, ist mir egal. Ja, also mein Handy ist gerade ausgegangen. Ich hab grad. Erst wollte ich so Handy-Vergleichsvideos machen und dann hat sich das irgendwie so ergeben, dass wir Simpsons Let's Play aufgenommen haben. Das ist Let's Play Simpsons Springfield und Pooh. Jo, und Pooh haben wir aufgenommen. Natürlich auch. Das war auch richtig geil. Das war richtig. Hast du noch eine andere Base? Oder M oder MM? Genau, warte mal. Warte mal. MM nehmen wir noch dazu. Ist das eine andere? Ich hab... Hä?
Achso, ja, mach ihn mal, genau. Hast du noch andere Spielekonsolen, zum Beispiel PS4? Ja, ich hab, also wir haben beide eine PS4 und ich hab noch eine Xbox One. Du hast noch eine Xbox One. Und wir haben beide noch eine Wii. Jetzt fordert er Truppen, aber ich dachte schon sagen, Challenge, genau. Wir greifen jetzt mal den Manuel an. Erst greifen wir den Manuel und dann den Manuel. Oh, diese Base wird schon ein bisschen schwieriger, glaube ich. Aber du kannst ja schon mal die nächste Frage vorlesen. Ich bin gerade am Gucken schon. So. Was denn da noch so interessant wäre? Oh, Herr, bist du noch da? Ja, ich bin da. Frag MBF, darf ich in The Return kommen? Ich wusste, dass das irgendwie wieder missbraucht werden wird. Missbraucht? Du bist auch missbraucht, ey. Wie lange wollt ihr noch YouTube machen? Das ist, wie gesagt, das ist nur eine gute Frage eigentlich, weil das haben wir uns nämlich überlegt, einfach so lange, wie es uns Spaß macht, weil wir... Also wir wissen, wir werden es nicht ewig machen. Ich werde es halt so lange machen, wie es mir Spaß macht. Wenn es mir keinen Spaß mehr macht, dann werde ich es auch nicht mehr machen, ganz einfach. Weil... So sieht's aus. Wir sehen das auch alles immer so ein bisschen... Ja, so ein bisschen weiter weg, sag ich mal, dass man einfach sagt, es gibt auch noch andere Sachen im Leben, als jetzt YouTube. Und wer weiß, ob in 5 Jahren, ob in 2 Jahren, ob in einem Jahr sich überhaupt noch jemand für YouTube oder für Let's Plays interessiert. Zumindest für die Handyspiele interessiert. Das kannst du auch nicht wissen. Und ich denke mal, ich werde mit 40 Jahren werde ich bestimmt auch kein YouTube mehr machen. Das kann ich auf jeden Fall schon mal sagen. Ja. Vielleicht doch, wer weiß, kann ich nicht. Vielleicht aber dann was komplett anderes. Ja, ich hab keine Ahnung. Auf jeden Fall nicht mehr Clash of Clans spielen. Ich hab keine Ahnung. Gibt es die Möglichkeit, dich oder euch mal zu treffen? Auf der Gamescom würde vielleicht die Möglichkeit bestehen. Wir sind auf jeden Fall Mittwoch da. Vielleicht sagen wir dann irgendwie, dass wir uns mal vor der Halle oder so mal treffen. Für die, die in Köln wohnen, dann wird das ja. Ja, gut, einfach für alle, die auf der Gamescom sind. Der L14 schreibt, würdet ihr Real-Life-Videos machen, zum Beispiel Vlog an einem Event? Ja, zum Beispiel auf der Gamescom würde ich das ja anbieten, dass man da dann einen Vlog macht. Haben wir schon gemacht. Ansonsten hatte ich schon mal eine Roomtour gemacht, wird vielleicht auch nochmal irgendwann kommen, aber jetzt hat sich jetzt auch noch nicht so viel geändert, dass sich das nochmal lohnen würde, da nochmal eine zu machen. Und ja. Ich gucke nochmal gerade, dass ich hier nochmal was... Das ist eine gute Frage von Hallowed Husky schreibt, welche ist eure Lieblingstruppe? Müsste ich jetzt mal bei Clash Royale nachgucken, was momentan meine Lieblingstruppe ist. Ich weiß aber ansonsten so, dass ich jetzt sagen würde, oh, das ist mein Lieblingstruppe. Vielleicht meint er auch Clash of Clans. Also du kannst ja für beide sagen. Für Clash of Clans und für Clash Royale. Überschneidet sich ja auch zum Teil. Ja, was ist da deine Lieblingstruppe? Ja, warte mal, ich muss gerade nachgucken. Boah, ich habe 2 Zuschauer beim Angriff, geil. 84%. Na gut, ich habe auch keine momentan Königin. Momentan die Barbaren. Bei Clash Royale. Da steht es. Ah ja, jetzt ist das spiegelverkehrt. Warum filmt das iPad eigentlich mit der Vorderkamera spiegelverkehrt? Das verstehe ich nicht. Also ist aber, glaube ich, gar nicht mal schlecht. Aber mein Camcorder zeigt mir auch an, dass ich quasi nach rechts gucke, aber wenn ich es hinterher bei Vegas reinmache, dann gucke ich nach links. Weißt du? Verstehst du die Problematik? Ich habe jetzt übrigens auch mal bei mir in der Base hier die Lager also hier schön in die Mitte gemacht, die Armeelager von den Nullen. Sieht ganz gut aus. Du kannst doch mal einmal fordern mal eine andere Base. Hallo? Oder willst du mich mal angreifen? Ah. Alter, ich höre dich schon wieder ganz schlecht. Willst du mich mal angreifen? Forder mal eine andere Base oder mach mal eine andere Base. Ich glaube mir nichts anderes. Ja, du hast doch eine andere Base, ne? Ich habe ewig keine mehr umgebaut. Ich meine, wenn ich eine andere Base. Ja, vielleicht die vom Clan kriegen. Ja, muss ich mal gucken, warte. Also, ich kann ja mal für mich mal beantworten, wenn ich mal, also meine Lieblingstruppe von Clash Royale ist der normale Lava-Hund aktuell. Das ist ganz gut. Und meine Lieblingstruppe von Clash of Clans, das wird natürlich schon schwieriger. Also der Bowler ist in meiner persönlichen Ansicht schon ein bisschen gestiegen zuletzt. Ansonsten, ja, der Baby Dragon, ich dachte, du magst ihn nicht. Der ist ja, seitdem er so gut geworden ist, finde ich den ganz, ganz, ganz schnieke eigentlich. Und der Baby Dragon natürlich auch eine geile Truppe. Wobei den Infernos auf Single, das ist natürlich jetzt eigentlich nicht so gut für meine Valkyren. Aber wir werden mal sehen, was wir daraus machen können. Jetzt erlegen jetzt die Base. Du kannst schon mal die nächste Frage raussuchen. Ah, genau. Ja, ich wollte gerade angefangen. Ja gut, das ist was wir schon 20 Mal beantwortet haben. Wie lange kennt ihr euch und wie habt ihr euch kennengelernt? Irgendwie müsste so Uni kurz und... Kurz vor. Also kennen schon eher, ja, schon länger allerdings. Schon länger, aber... So. Ich würde mal sagen, seit der Uni irgendwie. 2007 ja, oder sowas, ne? Mal gucken, ein paar Truppen setzen hier für die Außengebäude.
Golem, Riese und jetzt, ja, Clash of Clans oder Clash Royale? Bei mir, ich spiele momentan lieber Clash Royale, wobei mich das zwischendurch auch aufregt, aber bei Clash of Clans mache ich eigentlich nur noch die Lager leer momentan. Ja, also die Clash Royale-Fans müssen sie mir verzeihen, aber wenn ich mich zwischen Clash of Clans und Clash Royale entscheiden kann, da hat leider Clash Royale keine Chance. Vor allem jetzt auch nach dem Update natürlich. Vor dem Update war es vielleicht ein bisschen anders, allerdings muss ich sagen, ich spiele natürlich auch beide Spiele gerne, ich spiele natürlich auch Clash Royale gerne. Wie gesagt, Clash Royale ist halt so ein Gelegenheitsspiel. Momentan logge ich mich ein, zwei Mal bei Clash Royale ein, mache so meine 2-3 Kämpfe pro Tag und dann. Und hier ist gerade jemand hergelaufen. Unten bei dir vor der Bude. Ist irgendwer gerade bei mir in der Bude hergelaufen. Der hat irgendwas geholt, hat mich angegrinst und ist wieder weggelaufen. Wer war's denn? Der Nachbar. Er denkt sich bestimmt, was macht der da? Was tut der Typ? Ja, wenn ich jetzt doch deine Base weiter zerlege. Der hat die Lampe hier gesehen, der hat die Softbox gesehen. Ja. Ah. Wahrscheinlich. Hat sich der Junge ein Solarium. Oh, scheiße. Hat sich der Junge ein Solarium für zu Hause gekauft? Oh, voll peinlich, dass er das jetzt gesehen hat. Hoffentlich googelt er mich nicht oder so. was ist dein Lieblingsfußballverein? Meiner Borussia. Meiner ist Werder Bremen. Hattet ihr Schwierigkeiten in der Schule mit den Eltern? Ernste Frage. Was? Da hattest du Schwierigkeiten in der Schule. Ja, womit? Ja, mit den Fächern oder generell. Mit mir selber? Generell. Oder mit den Lehrern? Aber mit den Eltern? Die schon wieder zerlegt! Warum mit den Eltern? Warum sollte man mit den Eltern spielen? Weiß ich nicht. Vielleicht, weil die Eltern meckern, weil du schlecht in der Schule bist oder so. Keine Ahnung. Ach, keine Ahnung. Ja, die meckern immer mal irgendwann. Ich glaube, jeder Schüler wird irgendwann mal von den Eltern angemeckert. Sei denn, er nur steht überall eins oder so. Wobei, dann wird man bestimmt angemeckert, wenn man. Serkan Fatih Karata schreibt: Kommst du aus Olpe? Nein. Ah, wegen dem Kinderhospiz, ne? Ja, nee. Also es ist so, in der Nähe, aber wir kommen jetzt nicht aus der Olpe. Wohnt ihr in Bremen, oder? Nein. Was? Manchmal frage ich mich, wie solche Ideen zustande kommen. Ich besuche gerade noch. Was würdest du machen, wenn YouTube gelöscht würde? Also ich denke mal, wir wären wahrscheinlich noch einer der Kanäle, die das noch am sportlichsten nehmen würden, glaube ich. Ja. Wer ist halt so? Oh, Matthias ist online, dass ich sowas noch in der ersten Woche erlebe. Ja, tatsächlich. Der Matthias ist tatsächlich online. Ich darf jetzt nur nicht vergessen, die Base hier. Ich darf die jetzt nicht. Ich muss jetzt aufpassen. Ich würde sagen, eine Frage machen wir noch. Warte, lass mal ein bisschen weiter runtergehen hier. Das ist alles das Gleiche. Ja, ich überlege, ich gucke ja gerade noch. Hey, schreibt einer, wieso seid ihr so bekannt? Wieso lädt Lichtle Videos für MBF hoch? Oder hat er, vielleicht machen wir nochmal was zusammen, gerne, aber, Videos dafür? Sind du und Manuel Brüder? Und wenn nein, wie habt ihr euch kennengelernt? Ja, Manuel, bist du mein Bruder? Tja, Geiste. Nein. Aber ich habe ja noch was, ich wollte euch, scheiße. Jetzt ja, auf jeden Fall gratulieren und fragen, was wir gespielt haben, als wir kleiner waren. Also ich nehme mal an, jünger. Weil wenn er jetzt meint, als der Kanal kleiner war, das kann er ja selber nachgucken. Aber ich denke, er meint, was wir gespielt haben, als wir jünger waren. Und ich glaube, da fast gar nichts. Doch, ich habe die Klassiker gespielt. Verstecken, fangen. Ja, früher mal Baumhäuser gebaut genau, und sowas alles, ne? Also wirklich die Klassiker, die es damals noch gab. Ihr müsst ja bedenken, als wir in eurem Alter waren, sag ich jetzt mal so, was weiß ich, unter 15 oder so, da gab es ja noch gar keine Smartphones. Ja, aber gut, da gab es dann schon trotzdem schon Nokia 3210 und so. Also haben wir dann Snake gespielt. Ja, okay, da hast du mal Snake gespielt oder so eine Scheiße, aber das ist ja. Ja, gut, aber PC gab es trotzdem. Also damals habe ich auch schon Counter-Strike gespielt und sowas, das gab es auch alle schon. Oder Fußball und ja, sowas. Ich hat im Verein ich Badminton gespielt und sowas. Ich würde aber sagen, Leute, wir erreichen jetzt, oder wir nähern uns jetzt dem Ende. Wie gesagt, nochmal ganz kurz zusammengefasst, es werden einige Gutscheine kommen, die wir jetzt die nächste Zeit mal einblenden werden in den Folgen für euch. Und ich hab noch was ganz Wichtiges vergessen. Ich habe uns nämlich mal überlegt, wir wollen noch 2 T-Shirts verlosen, allerdings. Du hast noch 15 Sekunden. Ja, pass mal auf, ich schneide das hinterher noch. Also, ich habe mir überlegt, wir wollen zwei T-Shirts verlosen und ihr könnt eure Idee hier drunter schreiben, was wir nochmal für eine Folge machen sollen bei Clash of Clans oder bei Clash Royale. Und die beiden, die meisten Likes bekommen, die Ideen, die gewinnen ein T-Shirt. Dann sage ich auf jeden Fall schon mal vielen Dank. Für 500.000 und sage mal, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Macht's gut, bis dahin und tschüss. Tschüss.